Willkommen zu unserer Kritik am Baldur's Gate 1 Projekt. Uns sage ich, weil ich hier zum einen selber sagen werde, was mir persönlich nicht gefallen hat an diesem Projekt und was ich hätte besser machen können. Und zum anderen, weil ich hoffe, dass möglichst viele Leute auch hier ihr Feedback geben, was sie denken, was ich hätte besser machen können. Damit es in Baldur's Gate 2, Planescape Torment, Icewind Dale und was noch alles kommen wird, nicht wieder vorkommt. Oder nicht ganz so schlimm wieder vorkommt, denn alles kann ich ja auch nicht ändern. Aber fangen wir mal an. Feedback, das ich schon von einem anderen Let's Player bekommen habe, war, dass meine Beschreibungen zu halbherzig wirkten und zu kurz waren. Da habe ich mich dann auch recht schnell rangesetzt, aber es ist eine Heidenarbeit. Also jetzt 160 Folgen die Beschreibung dazu zu schreiben, da sitze ich immer noch dran, aber das werde ich zu Ende bringen. Und für jede Folge, die jetzt rauskommt, wird auf jeden Fall eine ganz knappe Zusammenfassung am Anfang sein. Das sind immer so drei kurze Wörter oder kurze Satzfetzen, die andeuten, was passieren könnte und wo Wortspielereien und Witze drin versteckt sind. Danach kommt eine Beschreibung der Folge und danach ein allgemeiner Text zu der ganzen Let's Play-Serie. Der nächste Punkt auf meiner Liste ist die Nervosität. Also ich bin auch immer noch jetzt, wo ich das hier gerade aufnehme, ein wenig nervös, aber bei weitem nicht so nervös, wie ich am Anfang war. Das merkt man auch sehr an meiner Stimme. Momentan schleicht sich da schon mal ein wenig mehr Emotion rein als vorher. Ganz am Anfang war es halt ziemlich trocken und es hat sich erst im Laufe der Zeit gelockert. Und ich denke, je mehr Let's Plays ich mache, desto lockerer wird das auch noch. Und daran arbeite ich auch bewusst, dass ich ein bisschen die Stimme moduliere und so weiter. Oh, was habe ich hier noch? Sehr unkoordiniert, ja. Am Anfang ging es mir halt primär darum, ich muss jetzt unbedingt ein Projekt zu Ende bringen. Ich muss das jetzt so schnell wie möglich alles machen und ich habe dann nicht auf die Auflösung geachtet. Die Tonqualität war nicht so gut, weil ich Fraps benutzt habe und dadurch nur eine Tonspur hatte. Das hätte ich mir alles vorher überlegen können und einen richtigen Plan zurechtlegen. So werde ich es auf jeden Fall bei den nächsten Projekten machen. Dadurch kommt natürlich nicht so viel bei rum. Also die Projekte dauern an sich länger, aber ich denke mal, auf lange Sicht habe ich da wesentlich mehr von. Ja, die Ungeduldigkeit. Ich wollte ja eigentlich einen 100% Run machen, also nicht 100%, aber schon recht viel abdecken, ohne halt Komplettlösungen zu benutzen und dergleichen. Ich wollte mir wirklich Zeit lassen. Am Anfang hat das auch gut geklappt, vor allem im Tutorial, also in Kerzenburg, da habe ich mir wirklich jede Quest habe ich genommen. Ich habe mich nicht hetzen lassen, ich bin nicht gleich zu Gorion gerannt, wie es eigentlich als Let's Roleplay hätte gemacht werden müssen. Und auch danach habe ich die Kartengebiete einzeln aufgedeckt und so weiter. Aber je weiter ich vorankomme, desto mehr, vor allem gegen Ende hin, wollte ich das Let's Play auch zu Ende bringen. Also ich habe dann ganze Gebiete nicht zu Ende erforscht, ich habe Durlaks Turm abgebrochen, mit dem Gedanken gespielt, das gar nicht erst zu Ende zu machen, was ich Gott sei Dank später doch noch gemacht habe. Aber ja, also zum einen ist die Ungeduld da, dass das Projekt zu Ende gebracht werden sollte, damit ich ein Projekt habe, das fertig ist. Weil das sieht ziemlich scheiße aus, wenn man links stehen hat, aktuelle Projekte 1, 2, 3, geplante Projekte 10.000 und abgeschlossene Projekte 0 und dann noch eventuell irgendwas pausiert ist, das kam halt einfach nicht gut an. Als nächstes hätten wir dann die Pausen und den Zeitraffer. Zu Anfang habe ich ja versucht, die uninteressanten Phasen, also wenn einfach nur Kartenabschnitte aufgedeckt wurden oder man von A nach B gelaufen ist, mit irgendwelchem interessanten Content zu füllen. Also dass ich irgendwas erzählt habe über den Hintergrund oder was gerade passiert ist und dergleichen. Aber irgendwann ist mir der Gesprächsstoff ausgegangen und ich wollte trotzdem weitermachen. Also bin ich dazu übergegangen, Pausen einzuführen. Das heißt, ich habe einfach gesagt, okay, ich werde jetzt in der Pause das und das machen. Dann habe ich pausiert, habe das gemacht, offscreen und danach dann leicht angerissen, was passiert ist. Das ist schon mal besser als schweigen, 5 Minuten da zu verbringen und den Zuschauer total warten zu lassen. Aber es ist keine sehr elegante Lösung. Denn vor der Pause ist der Spieler halt an einem bestimmten Punkt und nach der Pause weiß der Zuschauer gar nicht, was genau in der Zwischenzeit passiert ist, ob ich nicht vielleicht doch irgendwas Interessantes erlebt habe, was nur ich nicht denke, dass interessant ist, aber der Zuschauer schon Interesse daran gehabt hätte. Ja, das ist nicht so toll. Dann kam ich auf die Idee, das Zeitraffer einzuführen. Das fand ich an sich auch eine super Lösung, vor allem mit der Musikuntermalung, da habe ich mir extra noch die Lizenz für geholt, also die Erlaubnis von dem Hersteller davon. Immerhin Romance Mode ist übrigens super cool für Baldur's Gate 2. Das musste ich jetzt nicht sagen. Aber das Problem bei dem Zeitraffer war dann, dass selbst wenn ich Zeitraffer benutzt habe und teilweise in 8-facher oder 16-facher Geschwindigkeit, worunter die Auflösung dann auch leidet und man nicht wirklich mehr viel auf dem Bildschirm sieht, selbst dann hat es noch zu lange gedauert.
Da waren teilweise Phasen von 10, 20 bis zu 30 Sekunden, wo man dann nur die Gestalt über den Bildschirm flitzen sieht und Musik sich beträllern lässt, wie im Fahrstuhl. Nee, das ist auch nicht gerade toll. Das heißt, ich muss jetzt eigentlich in Zukunft darauf achten, bin ich jedenfalls der Meinung, dass ich vorher schon weiß, wann Leerläufe kommen, also wann nichts Interessantes auf dem Bildschirm passiert und mir vorher schon Notizen mache, worüber ich sprechen könnte oder was uns gerade passiert ist, wie ich das Ganze am Anfang auch geplant hätte. Da muss ich nur aktiv drauf achten. Dann wäre da auch noch das Thema der schwarzen Ränder. Deswegen wurde ich schon 1, 2, 3, 4 Mal angestupst. Kannst du euch die schwarzen Ränder wegmachen? Das sieht doch so doof aus. Mach doch da irgendwas hin. Ja, dann habe ich mich informiert. Was kann man dagegen wirklich machen? Nichts. Denn wenn ich die schwarzen Ränder wegmache, wird das Bild verzerrt. Manche Leute merken das nicht, ich merke das schon. Bei manchen Spielen kann man die Auflösung verbessern, also kann sie einfach schon so machen, dass das der größte Teil des Publikums es ordentlich sehen wird, indem man einfach auf 16:9 schaltet. Bei Baldur's Gate 1 gibt es zwar einen Widescreen-Mod, aber den habe ich nicht zum Laufen bekommen. Jedenfalls nicht bei Baldur's Gate 1. Bei Planescape Torment jetzt ist es kein Problem. Da habe ich einfach von vornherein die Auflösung auf 16:9 gemacht. Alles ist gut. Hätte ich das aber bei Baldur's Gate 1 gemacht, dann wäre das ganze Bild gestreckt und das konnte ich dem Spiel nicht antun. Es war schon schlimm genug, dass ich es auf Deutsch spielen musste. Tut mir jetzt leid, falls sich da jemand auf den Schlips getreten fühlt, aber die deutsche Synchro ist so übel. Ich weiß nicht, wie ich das bei Baldur's Gate 2 durchstehen soll, aber da hätten sie sich echt mehr Mühe geben sollen. Naja, also wie gesagt, die schwarzen Balken bleiben da, da werde ich auch nicht nachts editieren. Man könnte theoretisch noch Grafiken einführen, damit das Bild nicht verzerrt wird und die schwarzen Balken dafür weg sind. Aber ich finde, das ist einfach nur eine Ablenkung und ein wenig unwürdig. Das Spiel ist alt, da muss man mit schwarzen Rändern leben können. Und ich denke mal, wenn überhaupt jemand das hier hört und wenn überhaupt jemand die Baldur's Gate-Serie mag, dann wird er auch mit schwarzen Rändern zurechtkommen. Diejenigen, die generell damit ein Problem haben, sind auch Leute, die nicht so die Geduld und Toleranz für solche älteren Programme haben. Das war es jetzt soweit in meiner Liste an Dingen, die mir selber aufgefallen sind. Jetzt wäre es echt cool von euch, wenn ihr Feedback geben könntet, was ich besser machen könnte. Also es reicht eigentlich schon, wenn ihr sagt, mir hat nicht gefallen, dass du jetzt das und das gemacht hast. Ideal wäre natürlich auch, wenn ihr gleich einen Vorschlag machen würdet, wie ich es besser machen könnte, aber das muss nicht unbedingt sein. Abschließend möchte ich mich jetzt noch bedanken, denn wir sind jetzt schon bei 7 Minuten 33 und das jetzt ganz ohne Spiegel und einfach nur Gelaber, das will schon was heißen. Also danke, dass ihr die Serie zu Ende angeguckt habt und wir sehen uns dann hoffentlich in meinem nächsten Projekt. Bis dann.